So, und schon sind wir zurück. Folge 5, Portal 2, Let's Play. Wir stoppen die Zeit, beziehungsweise ich. Ihr seht davon nichts, höchstens da unten der Ticker. Hey, wie geht's? Ich habe mich wieder in die alte Nanobot-Riege eingeschleust, die den Schacht neu aufbaut. Die sind winzig klein, darum... Oh, ich weiß, Jerry. Nein, ich mach grad Pause, Kumpel. Pause. Ah! Halte durch, nur noch 5. Was, Jerry? Du kannst mich deswegen nicht feuern. Jerry... Wenn deine Leute nicht so engstirnig wären, würden sie auch einen Nanobot von meiner Größe akzeptieren. Intolerantes Pack. Wir sehen uns vor Gericht wieder. Und du, halte durch. Noch 5 Kammern. Habt ihr gehört? Noch 5 Kammern. Meinst du, wir schaffen das in der Folge? Ach, egal, ansonsten machen wir es in der nächsten. Nein, ich werde das Spiel auf jeden Fall zu Ende spielen. Es sei denn, irgendjemand schreibt wütend in die Kommentare. Nein, du Arsch, hör auf damit. Dann spiele ich es erst recht zu Ende. Du kennst doch die alte Formel. Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und du hast ewig lange geschlafen. Also ist es sogar ziemlich komisch, wenn du es ausrechnest. Habt ihr verstanden, ne? Ich nämlich nicht. Ja. Das Ding müssen wir aktivieren, aber nicht so. Okay, falsch. Wir müssen auf eine... Ah, da oben. Wir müssen orange wegfallen, ne? So, was wir nur machen? Uno. Jetzt haben wir beide, oder? Ja, würde ich sagen. Gehen wir am besten dahin. Dann können wir ruhig eine ebene Wand nehmen. Sehr latte Hose. Ich hätte einen Würfel mitnehmen sollen. Was haltet ihr eigentlich von der neuen Knife Party EP? Haunted House? Schon jemand gehört? Komm, meiner ganz bestimmt, ne? Gib mal ein Like, wenn ihr das mögt. Nee, ich bette nicht nur um Likes. Ich kann auch was anderes. Ich kann auch Portal spielen. Das sieht man zwar nicht, aber es soll Leute geben. Es soll Leute geben, die haben gesehen, wie ich Portal gespielt habe. Und zwar kompetent. Ja. Blau. Das mache ich am besten mit dem Würfel, oder? Okay, das ist jetzt der Masterplan. Hier. Auf dem Weg nach unten muss ich den Würfel schnappen. Hat funktioniert, ne? Der Laser nur noch dahin. Na toll. Und wie in Herrgotts Namen soll ich da oben? Also. Okay. Für Grobmotoriker. Ja, Trick 17. Orange muss weg. Oder machen wir noch hin. Boah, ey. Ich hab Kotzen, wenn ich sowas sehe. So ein so piss einfaches Rätsel. Das hätte man noch viel kommen. Boah, komm. So, alle Würfel verteilt. Wir können los. Ich
vergesse immer irgendwie den wichtigsten Schritt. Ja. Blau. Das war wohin. Wo ist der Ausgang? Hier. Ach ja, da kommt ja so rein. Oh nein, nein. Wieso lebt das Schwein noch? Ey, das regt mich gar nicht. Doch, doch, es regt mich auf. Oh, der hat jetzt eine Sonderbehandlung gekriegt. Boah, ey. Das war ja noch ein Arschloch. Ach, Mann. Manchmal soll es nicht klappen, oder? Ja. Blau muss weg. Nicht schon wieder vom Laser grillen lassen. Jetzt können wir durch. Ohne Gefahr zu laufen. Ich habe über unsere Situation nachgedacht und die optimale Lösung für einen von uns gefunden. Das freut mich. Wetten, die besteht darin, mich mit Neurotoxinen zuzuballern oder in einen Ofen zu stecken oder sonst was, das mein Ableben verursacht, mit Glanz einfach glücklich weiter leben darf. Unseren Bestimmungen zufolge muss ich dich warnen, dass die nächste Testkammer sehr gut aussieht. Ganz recht, die Anlage ist wieder voll funktionstüchtig. Die sieht echt geil aus, oder? Ja, das ist eine nice Kammer. Und das Rätsel um die zahlreichen... Guck mal, das funktioniert schon mal super. Wir haben aber drei Laser. Wie kriegen wir die blöd? Also einer geht schon mal total nur nach 15 mäßig. Lasernetz. Diese Testkammern sehen besser aus als je zuvor. Es war eigentlich ganz einfach. Man muss die Dinge nur objektiv sehen und sich von allem Überflüssigen trennen. So wie von dir, GLaDOS. Nein, wir wollen ja, dass GLaDOS noch lebt, denn sonst würde das Spiel ja viel zu schnell vorbei sein. Das wollen wir ja nicht, oder? Nach diesem Test habe ich eine Überraschung für dich. Keine vorgetäuschte, unerfreuliche wie die letzte. Eine echte Überraschung. Mit tragischen Konsequenzen. Und echtem Konfetti. Dem Guten. Die letzte Tüte. Ich werde sie vermissen. Aber eigentlich hat sie nur Platz weggenommen. Dem Guten. Gut, Gott, fertig. Chanel Nummer 5. Was ist? Wer hat das Licht ausgemacht? Grüezi! Ich spreche in einem Akzent, den sie nicht verstehen kann. Hey, Blecheimer, ich kann dich hören. Mit dem Akzent klappt's nicht, lauf! Lauf! Oh yeah. Ich schließe die Tür. Nur noch mal zur Erinnerung. Wir beide sind auf der Flucht. Wir fliehen von hier. Also immer schön weiterrennen. Mal eben kurz zu den Plänen, die ich in petto habe. Wir deaktivieren ihre Turmproduktion, deaktivieren ihr Nervengift und dann treten wir ihr gegenüber. Für den Moment jedoch, lauf! Na komm, hier drüben, hier lang! Schade, dabei warst du schon fast beim letzten Test. Sieh her, warum tust du es nicht einfach? Vertrau mir. Das hier ist leichter als der dämliche Fluchtplan deines kleinen Freundes. Was? Für wie dumm hält ihr uns eigentlich? wenn man da hinten hingeht, gibt's einen Erfolg. Ich kann es euch gerade erklären, man geht da hin, wird mit Neurotoxin zugeballert und man stirbt. Also das ist nicht so toll, da hinzugehen. Ich habe es jetzt mal ausgelassen, weil es eigentlich nur Zeit kostet. Die erzählt wirklich nur einen blöden Witz und dann verreckt ihr. Also... Vielleicht mache ich es später nochmal. Na los, na los!
So als kleinen Gag nach der letzten Folge zeige ich euch, was da passiert. Hat es zumindest versucht, das ist aber nett, Weedly. Oh krass. Habe ich den wieder richtig hingestellt? Okay, ja gar nicht. Wir brauchen eine weiße Portalfläche. Wie will's? Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Verdammt. Wie ging das denn? In den Fahrstuhl. Hier geht's gut, super, los! Okay, vielleicht haben wir jetzt. Wenn ich das erstmal gespielt habe, verkackt. Los! Da ist der Ausgang, wir haben's fast geschafft! Nach hinten! Ach du Scheiße! Das sind also diese Testkammern gewesen. Und eine überaus kurze Ladepause. Coole. Aperture Laboratories. Ich mag das Portal 2 Zeichen. Ja, wir sind in Folge 5. Och ey, komm, das ist einfach nur geil, oder? Oh, klasse! Du hast es geschafft! Okay, mir nach. Wir haben noch viel zu tun. Zum Glück kann sie uns hier nichts anhaben. Was ist los? Okay. Okay, nicht bewegen. Okay, gut. Ich hab da eine Idee, aber es ist verdammt gefährlich. Bereit? Oh, das kann doch nicht. Die haben mir gesagt, sollte ich jemals diese Lampe einschalten, dann würde ich sterben. Das haben die mir über so ziemlich alles gesagt. Wieso habe ich das ganze Zeug überhaupt, wenn ich es nicht benutzen soll? Das stimmt. Frage, warum haben sie es dem überhaupt eingebaut? Ganz schön dunkel hier, was? Angeblich ist hier vor langer, langer Zeit einmal der Hausmeister durchgedreht. Und hat alle seine Mitarbeiter zerstückelt. Alles Roboter. Manchmal soll man nachts noch die Schreie hören. Die der Duplikate. Von der Funktion her sind sie nicht von den Originalen zu unterscheiden, aber der Vorfall ist ja nicht in ihrem Speicher hinterlegt. Darum weiß niemand, warum sie schreien. Ist das nicht furchterregend? Aber streng wissenschaftlich gesehen ist da wohl nichts Übernatürliches dran. Nicht stehen bleiben! Der Fabrikeingang muss hier irgendwo sein! Vorsicht! Warte, ich leuchte dir für den Sprung! Ah ja, super. Boah, oh, scheiße, war das schwer. Das sieht gefährlich aus. Ich leuchte dir den Weg. Oh, schön gemacht. Schnell, hier lang. Lust auf eine kleine Geschichte? Ich hätte hier unten fast einmal gearbeitet. Aber rate mal, für wen sich der Boss stattdessen entschieden hat. Für eine exakte Kopie seines Modells.
Vetternwirtschaft. Am Ende durfte ich mich dann mit all diesen übel riechenden Menschen herumplagen. Die, Entschuldigung, übel riechend wollte ich gar nicht sagen. Ich musste mich um die Menschen kümmern. Oh, entschuldige, ist mir so rausgerutscht. Wie unsensibel von mir, das mit dem übel riechend. Ach cool, das ist ein Detektor. Cube Turret, Turret, Cube Turret. Da drüben ist noch einer. Ja. Wir müssen uns hier kurz trennen. Schieß ein Portal zu dem Korridor. Ich sehe dich auf der anderen Seite. Ja, bin drüben. Hallo, ich bin da. Und jetzt? Wir müssen dich hier irgendwie rausholen. Kommst du an die Mauer da hinten ran? Also meine Kanone schon. Okay, hier drüben ist noch eine Wand. Oh, ich sag dir was. Ich liebe Menschen. Schon allein, wie sie aussehen. Toll. Und ihre Kultur einfach faszinierend. Die werden sogar in so Buchkartons verpackt. Geil. Komm, das gucken wir uns einmal an, oder? Coole Sache. Gut, also ich nehme dann diesen Weg hier nach unten. Sehen uns unten. Viel Glück. Viel Glück. Auch noch. Und wie soll ich an den ganzen... Die knall ich doch ab, wenn... Sind die friedlich? Friedlich? Glaub's ja nicht. Du! Und da sind wir. Das ist blöd von der Zeit. Mit 10 Minuten läuft das schon, laut meiner Uhr. Ach egal, die nächste Ladepause schaffen wir schon noch. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Irgendwas sagt mir, dass ich mit dem Turm auf dem Band agieren muss. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Amo. Wollen wir hier drauf spielen? Komme ich denn nach da hinten? Ne, nehme ich mich in den Brennofen. Was sag ich? Okay. Cool. Nicht cool. Mann. Ich sage euch, ich verkacke das noch bis zum Ende der Folge. So, ein Versuch noch. Turmablösungsband aktiv. Interagieren Sie nicht mit den Türmen auf dem Band. Die Bänder sind kein Spielzeug. Bitte verlassen Sie das Band. Mann, wo sind wir denn hin? Ach, okay. Das hätte man auch deutlicher machen können. Ich meine, nicht echt. Oh, cool, da ist er. Der geht noch, oder zumindest halb. Thank you.
Wofür? Thank you. Thank you. Ja, komm mal. Ich glaube, das war nicht so nett. Wir haben hier schon. Okay, so lustig. Okay, bei dem lustigen Screen pausieren wir mal gerade. Ich mag das halt nicht, wenn die Folgen mittendrin enden. Deswegen aber jetzt trotzdem mal bis gleich.